Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Gerade noch die Kurve gekriegt. Wir befinden uns gerade immer noch im Krieg. Ach ja, das war die Geschichte, ne? Wir müssen den komischen Mister, ich will alles töten, was kurz davor ist, die Tore zu passieren, töten. Ja, ja. Und, Alter, Moment, sorry. Das ist einfach zu laut auf meinen Ohren gerade. Ich kann mich kaum konzentrieren, wenn das Spiel was laut ist. Hallo, ich will nur vorbei. Danke. Tschüss. Ah, Schaden durch Schutz. Ach, ups, da war ja was. Egal, gut. Hätten wir drauf achten sollen. Wir mussten sowieso irgendwie den... Was war das? Ne, falsche Taste. Da, den General finden und töten. Haben wir irgendwie nicht geschafft, obwohl wir es jetzt erst gerade tun. Ich nicht. Haltet den Eindringling! Ja, Benjamin! Die Angreifer! Gut, dass ihr bei uns seid. Ich könnte Hilfe brauchen. Zurück! Fettfäule! So. Er ist einfach runtergefallen. Hä? Oh, ich hab ihn getroffen. Wer bist du? Ich bin Haytham Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Silas. Und ich werde es einhalten. Hui! Ich da wäre verliebt. Ich hoffe, ich ein kleines Kind. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. Ja gut, ein mysteriöser Gast. Das hätten wir theoretisch auch gestern machen können. Naja. Gut, ich wusste nicht, dass das innerhalb von 2 Minuten erledigt ist. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 2 beendet. Friere Bild ein. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Alter, diese schwulen Stiefel, ne? Bis zu den Knien hoch. Hm. Naja, schützt ja angeblich, ne? Sequenz 3. Boston 1755. So, wir haben eine neue Sequenz. Dies bedeutet, wir verlassen den Animus wieder. Und werden uns kurz umhören, was es so Neues gibt bei den Jungs, ob wir nur E-Mails haben. Hallo. Sorry, Desmond, ich habe echt viel zu tun. Okay. Bis später. Scheint nichts Neues zu geben. Ja, wir wollen die E-Mails lesen. Nö, nichts Neues, ne? Gut. Das heißt, wir warten auf die Information, dass es E-Mails gibt. Dann dürfte es auch was Neues geben. Na los, Sohn, wir haben zu tun. Achso, ich dachte, das. Wo ist der Animus? Ach ja, stimmt, das war dieser Stein. Gut, das hat sich dann wohl erledigt.
Komisch, dass es in der Realität mittlerweile nicht mehr so viel zu tun gibt. Es ist so gewesen, dass wir jedes Mal, wenn wir ein Spiel durch hatten von Assassin's Creed, wurde die Realität immer mehr vernachlässigt in den Spielen. Das finde ich ein bisschen schade. Naja. Es schneit. Hat es eben gerade auch schon geschneit. Ich weiß es nicht. Aber. Die Wachen sind doch dafür. Wie man sie alle von hinten einfach töten kann, ohne dass sie es merken. Das sind wirklich tolle Wachen. Das sind wirklich tolle Wachen, die man von hinten alle massakrieren kann. Ach Gott. Oh Mann. Hallo Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Lexington. Kommt mir bekannt vor. Heißt, wir dürfen reiten? Juhu! Gib mal her, das Pferd. Gib mal her. Gib mal her. Gut. Wir gucken mal auf die Karte, obwohl das die falsche Taste war. Die Karte ist ja hier drauf. Ich möchte die Karte angucken. Ich möchte nur die Karte angucken. Dankeschön. Hui. Du bist weit weg. Ich glaube, ich werde mal offscreen die ganzen Gebäude irgendwie erklimmen oder so. Weiß nicht. Ergibt das Sinn, wenn man da sowas macht? Ja, wir reiten erstmal hin. Wir machen es eigentlich einfach wie immer. Wenn wir eine Mission haben und in der Nähe von einem Turm sind, dann nehmen wir den ein. Ganz einfach. Kann ich die Karte irgendwie erhöhen? Nö. Nee, egal. Hinten ist zum Beispiel ein Turm, da reiten wir mal hin. Komm. Oh, die Affen. So. Das Old State House. Oh, ich finde das cool. Ich finde das einfach cool, so einen alten Gebäude zu besuchen. Assassin's Creed. Vor allem in Amerika. Old State House kennen wir ja schon von Fallout 4. Da ist es ein bisschen ramponierter, aber es existiert. Eigentlich hätte ich mal Bock, irgendwie Assassin's Creed und Fallout, ey, verpiss dich, Fallout 4 so ein bisschen zu vergleichen. Dass man irgendwie bestimmte Orte mal abgeht, einen Screenshot macht. Guck, wie cool das damals war. Das waren so kleine Gebäude, kein Stress. Viel Krankheit, aber egal. Wenn man die Krankheit in diesem Jahr nicht hätte, dann wäre alles cool gewesen. Dann hätte ich sogar eine Zeitreise gemacht. In diese Zeit. Nun, reiten wir erstmal weiter. Wir gehen jetzt mal über die Dächer, das ist mir doch ein bisschen besser. Da können wir direkt zum Turm erklimmen. Ich weiß nicht, das ist ein tolles Feeling. Auf alten Gebäuden rumzuklettern, sich die Beine zu brechen. Das fühlt sich einfach gut an. Ach Gott. Keinen Schritt weiter, ohne diese Schönheiten zu bestaunen. Vor allem, wenn man jetzt so Assassin's Creed mit dem heutigen Amerika vergleicht. Das ist ja richtig krass. Wie ruhig das damals war. Gewesen sein könnte, sagen wir es mal so. Das ist ja nur ein Spiel. Man weiß es ja nicht so wirklich, ne? Tschüss. Kann auch sein, dass es nicht so ruhig war. Ich rede mal wieder Blödsinn, weil ich gerade erst aufgemacht habe. Oh, da ist der nächste Turm. Den klettern wir mal hoch. Nein! Okay, alles gut. Old South Meeting House. Hm? Das sagt mir gar nichts. Es muss auch saukalt sein im Winter, so Gebäude hochzuklettern, ne? Es ist ja schon kalt, windig und dann ist da auch noch Schnee.
Das muss man doch nicht sagen, dass ein Assassine das kann. Braucht doch Handschuhe. Sterben doch die Finger ab. So. Ein Häuschen mehr. Und vor allem im Winter rutscht er doch easy ab. Guckt euch an, wie er da steht. Da kommt ein Windzug und er ist tot. Also sehe ich das jedenfalls. Und vor allem bei diesem Sprung kann er easy ausrutschen bei Schnee. Das muss ein kranker Mensch sein, der bei diesem Wetter da hochklettert und da runterspringt. Ach verdammt, ich wollte auf die Karte gucken. Kommen wir noch. Moment, da waren wir schon mal. Und da kamen wir, glaube ich, am Anfang. Aber wir verlassen die Stadt. Oh, wir verlassen die Stadt. Das heißt, ihr könnt gleich... Ich wollte schon die Open World Karte sehen. Nein, es ist... Ja, es ist ein eigenes Gebiet. Das haben die eigentlich ganz cool gemacht in Assassin's Creed 3. Der Außenbereich ist quasi ein eigenes Gebiet mit eigenen Kolonien und allem drum und dran. Was wir so bisher in Assassin's Creed noch nicht hatten. Wir hatten ja einfach mal so eine Schnellreisemethode in Assassin's Creed 2. In Assassin's Creed 1 hatten wir ja diese komische Open-World-Karte. Die haben sie ja jetzt wieder eingefügt quasi. Nur halt besser gemacht. Ja, ein besseres Assassin's Creed 1-Weltkarten. Und ich glaube, man kann hier sogar doch schnell reisen. Habe ich jedenfalls in Erinnerung. Müssen wir mal gucken. Wäre auf jeden Fall eine sehr elegante Lösung. Erinnert mich an alte Filme. Wie er da steht mit seiner Lampe. So, wie lange dauert das noch bis da hinten hin? Oh Gott, nicht mal ansatzweise erreicht, aber wir haben da ein Türmchen, das können wir einnehmen. Wenn wir schon mal hier sind, sparen wir uns Zeit. Ach, dann ist es. Nur zu Besuch hier, tschüss. Ja, ich blute. Gleich meine Tage. Man kann hier die Straßenseite gar nicht wechseln. Oh, blöd. So. Direkt meinen nächsten Turm eingenommen. Und wieder ausrutschen und aufs Maul fliegen. Das kann er. Komm. Oh Gott. Was ist das denn? Wer bist denn du, mein Freund? Hast du mir Geld geklaut? Bist du ein Dieb? Mit hier. Dann läuft er weg. Ich erschieß dich gleich. Bleib zurück! Wieder wie eine Waffe. Wieso hast du mal eine Waffe, mein Freund? Und zack! 46? Das sollte er lieber wieder wegstecken. Oh. Ups, ich wollte eigentlich die Waffe mitnehmen. Egal. Er hat nur 46 Gold dabei gehabt. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, oder? Das wäre nahezu erbärmlich, was wir da bekommen haben. Man sieht schon, die Gebäude werden weniger, die Bäume werden mehr, ansatzweise. Sogar Truthähne gibt's hier. Oh, wie cool. Cool. Oh, ich will in eine Zeitmaschine und hierher reisen, ganz ehrlich. Weiß nicht, es sieht alles so gemütlich aus. Wenn man hier gerne leben möchte.
Dabei war hier wahrscheinlich alles korrupt und alle wollten dich töten. Aber es sah toll aus. Was haben wir denn da? Eine kleine Truhe. Ja, genau. Halte ich mal in der Luft fest. So, jetzt runterklettern, Dude. Einfach runterklettern. Oh mein Gott, jetzt muss ich auch noch knacken. Im Kreis drehen, um den richtigen Winkel zu finden. Ah. Ich habe es jetzt einfach umgedreht. Wollte ich mich verarschen oder was? Hä? Ah, okay. Verdammt, das war ja schwer. Bitte was? Hä? Wieso? Hä? Wie? Oh, was habe ich falsch gemacht? Ist eine bestimmte Zeit, in der ich das machen soll? Hä? Ich verstehe es nicht. Hä? Warum habe ich es jetzt zu früh geschafft und gerade eben gar nicht? Ja, Leute, man muss dieses Spiel einfach nicht hinterfragen. Irgendwann kommt jede Antwort. Ich weiß zum Beispiel auch noch nicht, warum ich bei einigen Leuten die Waffe entreißen kann und sie töten kann und bei anderen kann ich nichts. Ja, ins Grenzland reiten. Reisen. Uff. Oh, ich krieg ein Pferd. Nice one. Guckt euch das an, damals gab es nur Wildnis, keine Straßen. Gut, außer die Straße, auf der ich gerade reite. Aber ihr wisst, was ich meine. Und hinter jeder Ecke könnte ein Räuber sein. Und ihr habt kein Auto, in dem es warm ist, aber es sieht schön aus. Und ich persönlich hätte Angst, in solchen Gebäuden zu leben, die mitten im Wald sind, ganz alleine, ohne irgendwie irgendwas in der Nähe, was dir helfen könnte, zu überleben. Keine Ahnung, wäre nichts für mich. Damals war es vielleicht nicht so schrecklich, weil nicht jeder dich umbringen wollte, nehme ich mal an. Und mittlerweile ist das ja oder so, dass du ja nicht mehr nachts durch den Wald gehen kannst, ohne irgendwie erstochen zu werden. Mach ich immer noch sehr gerne. Wo ist denn jetzt das Scheißding? Ich weiß, dass wir da eine ganze Folge lang hinreiten müssen. Ei. Wieso bin ich nicht gleich mit dir geritten? Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Ja? Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil, euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Muss ja auch arschkalt auf dem Pferd sein, ne? Weil nur das Pferd wärmt sich auch dadurch, dass es sich bewegt, du nicht. Das ist so, als wenn man im Winter Fahrrad fährt.
Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Tschüss, Pferde. Verdammt. Diese Spuren sind frisch. Es müssen ihre sein. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus und in die Bäume. Ich möchte Adler sich aktivieren. Na, geht doch. So, kann ich hier irgendwas sehen? Außer, dass ich Schnee hochlaufe? Weiße Büsche. Die leuchten. Ich denke nicht, dass das Spiel mir das sagen wollte. Es wäre schon cool, dass irgendwie die Karte hier auch eingeblendet würde. Das würde ich echt cool finden. Hier kann ich nur die Büsche sehen. Ah, da ist was Rotes. Achso. Es waren Wölfe. Ganz ehrlich. Okay. Den Wolf haben wir schon mal nicht gesucht. Die komischen Indianer laufen über die Bäume, damit ihre Spur nicht gesehen wird. Finde ich ja nicht so nice. Wir können das wahrscheinlich nicht, ne? Hui. Nö. Wir sind zu dämlich dafür. Muss es doch irgendwo eine Spur geben. Wir laufen mal zurück, da wo wir hergekommen sind. Eigentlich ist da die erste Spur. Was? Gott, bist du langsam. Ich höre doch einen Wolf. Weg. Wollt ihr mich ja nicht verarschen oder so? Hä? Hier ist doch nirgends etwas. Ich sehe absolut keine Hinweise darauf, wo sie sein könnten. Also entweder bin ich zu blöd oder die sind zu gut. Was kann ich denn machen, um die leichter zu finden? Ich meine, das ist so ein riesiges Gebiet. Wie soll man die irgendwie finden, jemals im Leben? Ne, das ist nur eine Tanne. Eine Tanne. Wir haben den Part sowieso schon verlassen. Alter Leute, ich dreh durch. Freunde, wir machen das einfach so.
Ich werde den Hinweis suchen. Weil ich gerade zu blöd dafür bin oder zu müde. Ich weiß nicht, ich bin ja gerade erst aufgestanden. Und dann werde ich mich bei euch melden, wenn wir den gefunden haben, würde ich sagen, oder? Aber ich verstehe jetzt nicht, was die von mir wollen. Ich verstehe es wirklich nicht. Wenn ich jetzt wüsste, was die von mir wollen, ob ich hier irgendwie einen Hinweis suchen soll oder ob ich hier einfach nur so rumlaufen soll, das wäre schon irgendwie Knorke. Wissen. Ich glaube, die hängen irgendwo auf den Bäumen drauf. Und das war's. Großartig, ne? Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer etwas spannenderen Folge, wenn wir bereits den Ort gefunden haben, wo wir hin müssen. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.